Am Mattoner Steinberg entsteht eine neue Eigentumswohnanlage. Anfang Juni trafen sich die Verantwortlichen der Gemeinde Ischgl mit dem Wohnbauträger Alpenländische Heimstätte zum Spatenstich. Für die Alpenländische Heimstätte ist dies das erste Projekt in der Gemeinde Ischgl bzw. in Matton. Es ist ein Projekt, das eine gewisse Vorlaufphase in Anspruch genommen hat. Es ist sehr wohl überlegt worden, an diesem nicht ganz einfachen Platz zu bauen, aber er bietet dafür ja traumhafte Besonderung und ein unvergleichlich schönes Panorama. Also ich glaube, es steht dafür, einen gewissen technischen Aufwand in Kauf zu nehmen, dafür, dass wir da doch 18 sehr schöne Wohnungen bauen dürfen. Dafür, dass die Wohnungen auch wirklich schön werden, ist Architekt Stefan Michel verantwortlich. Wir haben versucht, moderne Wohnungen, aber die trotzdem Charakter haben, zu realisieren. Die Baukörper sind sehr zurückhaltend und reduziert, klare Formen und passen sich so gut in das doch exponierte Gelände ein. Und von der Kubatur eher reduziert. Alles andere als reduziert sind die baulichen Herausforderungen am Steinberg. Wie der Name schon sagt, Stein und Berg. Man sieht es vielleicht im Hintergrund, sind doch große Erdbewegungen notwendig. Es ist ein steiles Gelände und nicht einfach zu bebauen, aber ich bin überzeugt, dass es funktioniert. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt nicht etwa willkürlich durch den Gemeinderat, sondern folgt strikten Kriterien. Ja, der Vergabeprozess war eigentlich eine harte Entscheidung für uns alle im Gemeinderat. Schlussendlich geht es einmal nach den Vorgaben der Wohnbauförderung und dann hat man Vorgaben, wer hat den Bedarf notwendig und diejenigen haben auch die Wohnung bekommen. Am Steinberg entstehen aber nicht etwa exklusive Zweitwohnsitze. Ja, gebaut wird eigentlich für die Einheimischen. Also, wir haben 18 Wohnungen zu vergeben und bauen natürlich für die Einheimischen und wir haben jetzt auch 12 von den 18 sind jetzt aktuell vergeben und die kleineren sind jetzt noch frei, aber wir sind in guter Hoffnung, dass die alle weggehen. Sollten alle Wohnungen innerhalb kürzester Zeit verkauft sein, bietet der Steinberg aber noch Platz für mehr. Ja, es gibt nach oben und nach unten, also hinten, hinter der Steinmauer, hinter der Steinschlichtung ist noch eine Parzelle, was der Gemeinde gehört und ein Stock höher, denn im Prinzip wäre noch die Möglichkeit für zwei Blöcke oder für zwei Wohnungen, für zwei Wohnhäuser eigentlich zu bauen. Eines haben alle Wohnhäuser am Steinberg gemeinsam: eine traumhafte Aussicht in einer der schönsten Lagen von Matton.